Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu die drei Fragezeichen. Geheimnis der Schattenhelden. Irgendwie macht mir der Titel nach wie vor Probleme, ich weiß noch nicht warum, aber Bob ist geschrumpft und wir sind hier mit Bob unterwegs und irgendwas ist hier mit dem Wasser. Zeig mal her, was haben wir denn da? Floß, wie komme ich hinüber? Für ein Floß brauche ich Material zum Bauen und Binden. Schwimmen? Binden. Okay. Die Strömung ist unberechenbar. Die Strömung ist unberechenbar und er will ein Floß bauen. Ja. Wenigstens bin ich hier nicht diesem grellen Licht ausgesetzt. Hier hätten wir auf jeden Fall Holz. Ah. Oh, 1 von 12. Ah, okay. Okay, da liegt auch noch... Na, das will ich haben. Warte mal, das hier sieht so aus. Das könnte hier der Stab... Nein, aber das... Nehmen wir auch mit. Noch irgendwo etwas Auffälliges, außer dem Stock, der hier nicht geht. Sieht nicht so aus. Okay. Nehmen wir noch Bindfäden. Okay. Ah, sehr gut. Die können wir auch haben. Damit tackern wir dann wahrscheinlich die Bretter zusammen, nehme ich an. Sehr gut. Wir brauchen aber noch mehr Holz. Wie das Knusperhäuschen bei Hänsel und Gretel. Nur ohne Knusper. Cool. Können wir da rein? Alles Fassade. Man kann nicht hinein. Ach, schade. Schade, da wäre ich jetzt ganz gerne mal kurz hineingegangen. Was ist mit dem Brett hier? So, das da. Das möchte ich. Das möchte ich. Und das auch noch. Hier die Türschwelle nehme ich auch mit. Das nehme ich auch mit. Und dann haben wir unser Floß. Okay, sehr gut. Zeig mal her. Ich taufe dich auf den Namen Elizabeth. Okay. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Nach all der Mühe. Andererseits, mit meiner Freundin Elizabeth ist das auch auseinandergegangen. Ja, doof gelaufen. Okay. Bob, der Wasserläufer. Ah! Ach, du ahnst es nicht. Okay. Ja, dann wollen wir mal los, nicht? Wie komme ich da hin? Ach so. Okay. Oh, oh. Bin ich aber knapp. Ja. Nein, 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 nein. Warte, warte, warte. Da hinten. Okay, sehr gut. Okay. Nein. Oh. Okay, da sind auch kaputte bei. Nein. Bob, der Wasserläufer. Da sind auch kaputte bei. Okay, ich versuch's nochmal über die Tastatur. Vielleicht komme ich dann... Ja, okay. Tastatur geht besser. Ja. Ja, mal ein bisschen ihn in die Mitte bringen. Vielleicht. Nee, nicht das Kaputte. Das sieht nicht... Boah, es wird ja mal schneller hier. So, warte mal. Jetzt erstmal ein Stück wieder darüber schwimmen. Nein, die sind alle kaputt. Okay, jetzt wird es aber wieder langsamer. Ich möchte aber erstmal mit ihm ein bisschen wieder in die Mitte vom Bild. Ein bisschen darüber, ne? Hier vielleicht. Oh, nee. Oh, 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 oh. Wir haben es aber gleich. Ha, sehr gut. Was kommt als nächstes? Weitsprung? Ich habe keine Ahnung, aber hier ist Tinte. Okay. Eine Patrone bringt es hier nicht. Eine Patrone bringt es nicht. Das könnte sich hier später als nützlich erweisen. Tinte. Ach so, und das sind... Ach so, Tintenpatronen. Okay. Ja, die möchte ich auch haben. Eine Patrone bringt es hier nicht. Die möchte ich aber haben. Wie soll ich da... Na, okay. Komme ich noch nicht ran anscheinend. Dann sammeln wir die erstmal ein. Wie soll ich da hinüber? Aber heißt es nicht, wenn man in einem Traum stirbt, wacht man auf. Aha. Ich will eigentlich auch nur die Patrone erstmal haben. Und die will ich auch haben. Ach so, ich brauchte die hier gar nicht. Ach so. Okay. Dann komme ich da hin. So, warte mal, die Patronen. Meine Förderanlage ist bereit. Jetzt muss ich alles richtig auf die Reihe kriegen. Seine Förderanlage ist bereit? Was hat er denn jetzt vor? Hä? Das könnte sich später als nützlich erweisen. Jetzt hat er hier die Patronen aufgebaut wie Rollen. Auf die... Ah.
räumen wir alles darüber. Ach Gott. Eine wackelige Angelegenheit. Ich habe nur einen Versuch. Na ja, stell dich nicht so an. Schaffe es. Ach, komm, das sieht doch total gut aus hier. Oh oh. Oh oh. Das kann doch alles nur ein böser Traum sein. Da bist du ja. Ich bin Danny. Mich hat der Anzug verkleinert, aber wie bist du geschrumpft? Keine Ahnung. Hä? Wo steckt der denn? Ja, da oben. Da. Da steckt er. Ein Zollstock. Ich könnte mich messen, aber wahre Größe kommt sowieso von innen. Er steckt da oben. Ein Zollstock. Ja, ja. Ich könnte mich messen, aber wahre Größe. Ohne Lineal ist der Rückweg abgeschnitten. Ach so, okay, also zurück komme ich auch nicht. Warte mal. Ich brauche wohl erneut eine Hilfestellung beim Sehen. Ach so. Okay. Komm rauf! Ja, ja. Leichter gesagt als getan. Au, ruck! Okay. Mühsam erklimmt Bob den Weg zu Danny Coleridge, der ihm für das letzte Stück die Hand reicht. Okay, dann ist der auch plötzlich, echt, oder wie? Von einem seltsamen Geruch benebelt, lässt Bob zu, dass ihm Superspion Tiny Mite das Handy abnimmt und ein Foto macht. Dann schwinden dem Detektiv erneut die Sinne. Was? Da Bob nicht zu erreichen ist, machen sich Justus und Peter Sorgen, was es wohl mit dem Foto auf sich hat, das von Bobs Handy gesendet wurde. Sie treffen sich zu einem Krisengespräch auf dem Schrottplatz von Onkel Titus. Aha. Also dann scheint dieser Miniatur Danny auf jeden Fall schon mal mehr oder weniger echt zu sein. Also ein echter Mensch. Ich habe ja angenommen, dass es irgendwie nur eine Puppe ist oder so, aber okay. Er sagt die Wahrheit. Wir haben in der Zentrale gewartet. Wir haben nach dem Käfer Ausschau gehalten und mehrmals versucht, Bob auf seinem Handy zu erreichen. Vielleicht ist es Zeit, seine Eltern zu kontaktieren. Was sollen wir sagen, wenn er tatsächlich verschwunden ist? Dass wir befürchten, er sei geschrumpft worden? Das Foto, das du erhalten hast, beweist, dass jemand anderes die Aufnahme gemacht hat. Also ist jemand involviert, der Bob schaden oder mit ihm Schabernack treiben will. Habe ich das richtig verstanden? Wir konsultieren Inspektor Cotta. Auch wenn es nicht leicht wird zu begründen, warum sich Bob in die Bredouille gebracht hat. Ja, aber wieso ist denn Bob jetzt überhaupt schon wieder ohnmächtig geworden? Hä? Okay, was, Inspektor Cotta? Aha. Gehen wir mal hier rein. Hallo Kollegen. Schön, euch zu sehen. Was? Mensch, Bob! Du siehst mitgenommen aus. Wir wollten gerade ein Suchkommando samt Hundestaffel und Hubschraubern losschicken. Bob berichtet von seinem Abenteuer im Loft von Danny Coleridge. Peter und Justus steuern ihre Erlebnisse bei. Verstehe ich das richtig, Bob? Du wurdest mutmaßlich zweimal betäubt und hast keine Ahnung, wie du zum Schrottplatz gelangt bist? Mir fehlt die Erinnerung. Ich weiß noch, dass ich als Winzling erstaunlich gefasst war. Ich wäre komplett durchgedreht. Aber du warst wahrscheinlich unter Schock. Sowas gibt's doch, oder, Justus? Ich habe zwei Theorien. Entweder wurde Bob an einen Ort gebracht, wo alles riesig nachgebaut war, oder er hat sein Abenteuer als Winzling geträumt. Ich werde mich irgendwann erinnern. Ja, so wie damals, als ich die silberne Spinne versteckt hatte, oder wie ich als namenloser Gegner unter Skinny Norris Einfluss stand. Ja, die Zeiten ändern sich nie. Aber unsere Methoden verfeinern sich. Kollegen, darf ich euch an unser Kriminalbord bitten? Was? Oh, jetzt fand ich das gerade so spannend, dass Bob geschrumpft ist. Jetzt sitzt er hier im Wohnwagen und ist nicht mehr geschrumpft. Was ist hier los? So, warte mal. Das hier oder was? Danny Taylor, Werner Dick, Lynn Mason, Ragaf Henry. Papa ist unser Auftraggeber und muss vor Regisseur Grigsby verheimlichen, dass Danny samt Anzug verschwunden ist. Okay. Ja, Danny? Danny alias Tiny Mite. Wenn er tatsächlich nur ein dummes Spiel treibt, verhält er sich nicht nur kindisch, sondern gefährdet auch seine Karriere. Taylor Barnes hat angedeutet, dass Danny ersetzt werden könnte.
Die Konkurrenz schläft nicht. Werner Wilson hat von Mason Grigsby wie gewünscht eine Rolle bekommen und gemeint, sie habe Informationen über Danny. Hier kommst du ins Spiel, Peter. Dick Perry hat das gleiche Ziel wie wir. Danny Coleridge. Der Schnüffler dürfte mehr wissen, wird sich aber, wie wir, nicht in die Karten blicken lassen. Okay. Die alte Chinesin ist schwer einzuschätzen. Wir wissen nur, dass sie Dick Perry unterstützt und schützt. Raghav hat einen Comicverlag und war selber Schauspieler. Obwohl er der beste Freund von Danny ist, hat der Papa knallhart eine Frist gesetzt. Hier kann ich noch etwas beisteuern. Hier kannst du noch was beisteuern. Okay, was denn? Mr. Grigsby lässt Danny vieles durchgehen. Aber er kann auch anders. Okay. Hier kann er noch irgendwas beisteuern. Jetzt sagt überhaupt keiner mehr was. Das ist ja schön. Hä? Okay, warte mal. An der Wand möchte Justus den Personenkreis unseres Falles hinterfragen. Dazu könnte Peter und ich was beisteuern. Habe ich geträumt? Wurde ich entführt? Wie kam ich zum Schrottplatz? Da kann er noch was beisteuern. Ja, was kann er denn beisteuern? Man weiß es nicht. Ach, hier, das Poster. Oder wie? Poster könnte er beisteuern, aber wo klicke ich? Mr. Schirotka gibt morgen eine Party. Und wir haben eine Einladung dafür. Okay, jetzt bin ich ja endlich das Poster los. Okay. Hat noch jemand jetzt irgendetwas hier beizutragen? Anscheinend nicht. Ja, und wir haben eine Einladung dafür. Und weiter? Ich habe keine Ahnung. Haben wir denn hier irgendwas, was ich... Guck mal. Ist dir schwindelig, Bob? Computer. Willst du ein Glas Wasser? Ich habe mich schon versorgt, bevor ihr gekommen seid. Es ist nur... Ich erinnere mich jetzt dunkel, dass ich in einen weißen Transporter verfrachtet wurde. Oh, der stand doch vor der Tür. Vor Dannys Tür. Da war doch der weiße Transporter. Mir gehen Bilder im Kopf herum. Vielleicht hilft mir eine Recherche auf die Sprünge. Eine Recherche? Dann mache ich mich mal an die Recherche. Ein weißer Transporter. Ja, der stand doch halb unter dem Dings. Aber der sah so ähnlich aus wie der, oder? Oder der? Warte. Was soll ich denn machen? Bob betrachtet Bilder und sortiert doppelte Ergebnisse aus. Dabei muss er sich beeilen, sonst kommen ihm Werbeanzeigen in die Quere. Nur wenn Bob in der Zeit bleibt, kann er feststellen, ob die Bildersuche erfolgreich war. Okay. Ja, dann... Warte mal. Okay, warte. Da oben sind... Ja. Da sind zwei gleiche, okay. Ja, wenn Bob sich beeilt. Ja, mach mal ganz locker hier. Ich muss ja erst mal gucken. Na, gucken, was hier los ist, ne? So. Die Werbung kam nicht mal kreuzweise. Wesker. Dann mache ich mich mal an die Recherche. Wie schnell soll ich denn das jetzt machen? Okay. Wie schnell soll ich das jetzt hinkriegen? Ich habe keine Ahnung. Ich mache einfach mal. Aber ich muss ja auch erst mal gucken, liebe Leute, nicht? Also ich meine, ganz so einfach ist es ja dann... Scheiße, wo ist der denn? Ist das der? Nee. Ganz so einfach ist es ja dann doch nicht, ne? Der und der. Der und der. Der und der und der bleibt übrig. Ja, schön und gut, aber... Die Ergebnisse bringen mich nicht weiter. Was? Warum habe ich das jetzt gemacht? Ich hasse dich. Solange ich keinen weiteren Hinweis habe, stelle ich die Suche nach dem Transporter ein. Kann ich telefonieren? Solange ich keinen weiteren Hinweis... Okay, solange ich keinen weiteren Hinweis habe. Ich entsinne mich dunkel an einen Transporter. Zur Recherche am Rechner bin ich für weitere Hinweise dankbar. Okay, aber hier sagt er ja gar nichts mehr. Sprachlos, alles sprachlos hier. Da ist eine Lupe, aber die kann ich nicht nehmen. Solange ich keinen weiteren Hinweis habe, stelle ich die Suche nach dem Transporter ein. Können wir telefonieren? Nein, können wir nicht.
Solange ich keinen... Okay. Gucken wir mal hier hinten. Ist denn hier was am Kühlschrank los? Oder... Halt, nein. Hier mein Fernrohr kann ich auch nicht benutzen. Blackie, was sagst du dazu? Hm? Blackie ist unruhig. So wie ich vor den Zeugnissen. Okay, und das heißt jetzt Blackie was? Ist unruhig. Blackie ist unruhig. Blackie ist unruhig. Okay, keine Ahnung. Möchtest du nicht lieber ausruhen, Bob? Nein. Nachher schlafe ich ein und träume wirres Zeug. Okay, aber hier? Luzides Träumen? Aha. Und ich dachte vorhin, du suchst im Telefonbuch die Nummern aller Krankenhäuser. Eine falsche Schlussfolgerung, Peter. Die Lektüre diente mir dazu, die gebotene Zeit zu überbrücken, bis wir Bobs Fernbleiben als besorgniserregend einstufen würden. Wie ich sehe, hast du Werner Wilsons Visitenkarte als Lesezeichen benutzt. Okay, jetzt haben wir die Visitenkarte wieder. Okay, was ist das hier? Da ist noch ein Zettel. Luzides Träumen bezeichnet den Zustand, wenn man sich im Traum mit klarem Bewusstsein bewegt. Eine Methode, die ich zu erlernen hoffe, um meinem Unterbewusstsein gezielt Geistesblitze zu entlocken. Ja, Geistesblitze könnte ich hier auch ein bisschen gebrauchen. Werner Wilson. War da eine Telefonnummer dabei? Ich weiß es nicht. Haben wir hier hinten? Oh. Unsere Dunkelkammer verkommt total zur Rumpelkammer. Echt? Lass doch mal gucken. Ich will mal da rein. Hier unten kann ich auch nicht hin. Werner Wilsons Visitenkarte. Soll ich die hier noch einfügen vielleicht? Warte mal. Aha. Die Diva hat jetzt an mir einen Narren gefressen. Ich würde sie besuchen, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Okay. Werner Wilsons Visitenkarte. Oh. Ja, Blackie, Telefon. Justus Jonas von den drei Detektiven? Hallo Justus, ich war gerade bei Danny. Habe aber weder ihn noch Bob angetroffen. Dabei steht der Käfer noch hier. Bob ist bei uns. Danny ist noch verschwunden, aber wir verfolgen eine Spur. Alles weitere beim Abendessen? Gut, dann bis nachher, Peter. Wenigstens wissen wir jetzt, dass ich nicht selber zurückgefahren bin. Das stimmt wohl. Mrs. Jonas hat einen Stand vor dem Schrottplatz. Vielleicht hat sie Informationen für uns. Tante Mathilda verkauft heute Schnäppchen vorm Gebrauchtwarencenter. Vielleicht hat sie einen weißen Transporter bemerkt. Ah, ja, okay. Gehen wir mal raus. Ich könnte sowieso mich mal hier gerade umschauen, was hier so lose ist. Hallo, Onkel Titus. Hast du einen weißen Transporter gesehen? Hier auf dem Schrottplatz nicht. Fragt Mathilda. Sie verramscht draußen alle Ladenhüter, die ihr ein Dorn im Auge sind. Aha, also dann wahrscheinlich den ganzen Schrottplatz. Hier liegen interessante Sachen. Okay, die kann ich aber... Vergiss nicht, Mathilda und mich zu erwähnen. Na, bei der Oscar-Verleihung für die beste Komparsenrolle. Dachtest du, deine Tante bekommt nichts spitz? Ne? Ja. Alles klar, Onkel Titus. Alles wird gut. Tante Mathilda steht vor dem Schrottplatz. Ja, das weiß ich doch, Justus. Aber ich wollte trotzdem mal gucken. Deine Tante scheint mir ein wenig durch den Wind zu sein, Just. Warum? Dabei habe ich noch nicht mal mein Motorrad thematisiert. Ach, guck mal, das steht hier hinten. Ja. Hier steht so das So wie die Maschine Motorrad. Jetzt dasteht, schnallt Mrs. Jonas auf Anhieb, dass sie deine ist, Just. Im Ernst? Okay. Dann schauen wir mal bei Tante Mathilda. Nun steht nicht herum wie die Ölgötzen. Helft mir, alles wieder auf Vordermann zu bringen, bitte. Lieber Gott, schlechtes wer hat denn hier... Besser wir tun, was sie sagt. Wer hat denn hier gewütet? Der Tisch ist kaputt. Hier liegt alles im Dreck. Nun steht nicht herum wie die Ölgötzen. Helft mir, alles wieder auf Vordermann zu bringen, bitte. Ja, aber was willst du denn, was Nun ich... Nun steht nicht herum wie die Ölgötzen. Schnauze. Ich hasse dich. Was will sie denn jetzt, dass ich tun soll? Mrs. Jonas möchte zunächst, dass wir das Chaos an ihrem Stand in Ordnung bringen. Also räumen wir auf, fegen. Ah, entsorgen Kaputtes und suchen Ersatz. Wir fegen. Sowas machen wir. Ja, gut. Aber Nun steht nicht herum wie die Ölgötzen. Okay, also ich brauche... Ach, halt die Klappe. Ich brauche also erstmal irgendwelche Sachen. Das scheint ja ganz offensichtlich zu sein. Sonst kann ich da gar nichts tun. Okay.
Haben wir hier was zum Fegen, Onkel Titus? Nein, nicht daraus. Guck mal hier. Das Werkzeug, aber das kann ich nicht... Was ist das? Ein Stuhl. Wieso? Wieso? Was war hier mit dem... Warte mal. Wieso brauche ich einen Stuhl? Okay. Oh mein Gott. Aha. Nun ja. Okay, ich brauche was... Nun steht nicht herum. Ja. Okay. So, warte mal. Hier, das war das Auge, ne? Ja. Sehr gut. Jetzt sind wir wieder hier. Ich brauche irgendwas zum Fegen oder... Hier liegt eine Puppe. Irgendwas zum Fegen oder so. Folgt mir ins Haus. Ah, sehr gut. Jetzt können wir ins Haus. Sehr gut. Ah, wie das duftet. Ah, Kirschkuchen. Das will ich haben. Sehr schön. Das ist ja cool. Wir sind mal in der Bude, ihr Lieben. Wer hätte das gedacht? Oh ja, ein Bild von Kirschen, natürlich. Wegen der Kirschkuchen und so, ihr versteht. Kann ich hier irgendwie Fernsehen gucken? Irgendwo hier, bla, keine Ahnung. Ach, guck mal. Teetassen, okay. Kirschkuchen. Tante Mathilda backt einen Kirschkuchen. Ja, lecker, lecker. Können wir da auch rein in die Küche? Kann ich nicht in die Küche? Warum kann ich in dieses Bild? Okay. Tante Mathilda. Anscheinend brauchen wir den Kirschkuchen noch. Kann ich hier nach oben? Also hier kann ich noch nicht hin. Nach oben komme ich nicht. Okay. Gehen wir mal raus. Kann ich an die Veranda? Kann ich hier hin? Kann ich irgendwas? Nein, kann ich nicht. Okay, dann gucken wir mal, ob wir hier erstmal das fegen können. Sehr gut. So, das haben wir jetzt. Warum habe ich das im Inventar? Soll ich das in den Eimer machen? Ah. Ach, schade um die Porzellanpuppen. Ich hatte sie für eine Kundin reserviert. Ja, wieso ist denn Kein überhaupt Problem, alles Tante kaputt Mathilda. Hier? Ich meine, wir haben noch welche auf dem Schrottplatz vorrätig. Ah, Porzellan. Nun ah, steht nicht okay. herum wie die Öl. Ja, 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 alles gut. Porzellanpuppen, guck mal hier. Drei Stück, okay. Ich hatte eben noch irgendwo eine gesehen. Wo war das? Da ist eine. Und noch irgendwo lag eine rum. Die hatte ich doch vorhin schon gesehen, da bin ich mir sicher. War das hier? Nee, ich glaube, das war hier, ne? Ja, da. Aha, sehr gut. Können wir hier raus? Sehr schön, okay. So, ich habe deine drei Puppen. Okay, und? Bist du zufrieden? An deiner Stelle, Justus Jonas, würde ich das Motorrad abdecken. Sonst lockt es noch Gesindel an. Oh mein Gott. Mach ich, Tante Mathilda. Ich weiß zwar nicht, was das Motorrad mit Gesindel zu tun hat, aber ich nehme das hier mal mit. Das ist mir... Nee, warte mal, da ist noch eins. Achso, nee, das kann ich nicht haben. Okay. Dann... Mann, Just, deine Tante hat ihre Augen überall. Decken wir das Motorrad ab. So, bist du jetzt zufrieden? Ich habe das Motorrad abgedeckt, Tante Mathilda. Okay, junger Mann. Über dein Fehlverhalten sprechen wir später. Aber wehe, du verheimlichst mir, wann dein großer Auftritt ausgestrahlt wird. Oder dachtest du, ich höre nichts davon, wenn in Rocky Beach gefilmt wird? Mhm. Okay. So, was willst du jetzt noch? Vielleicht hat sie Informationen für uns. Ja. Mrs. Jonas, ist Ihnen außer dem Motorrad noch ein anderes Fahrzeug aufgefallen? Vielleicht ein weißer Transporter? Nein. Ich habe nur gestutzt, als ich sah, dass du in einem schäbigen grauen Ford unterwegs warst. Ist dein Käfer kaputt, dass du dich kutschieren lässt? Ein grauer Ford? Ich wage meinen Verdacht gar nicht auszusprechen. So sieht man sich wieder, Jungs. Geht es dir besser, Bob? Aha, Dick Perry. Tja, ich habe den jungen Andrews in L.A. aufgelesen und auf seinen Wunsch hier abgesetzt. Sehr gesprächig war er nicht, aber die Jugend von heute hat ihre Eigenheiten. Tja, wem sagen Sie das?
Ich werde aus der Geschichte zwar nicht schlau, aber es ist das Mindeste, dass wir Bobs Helfer auf ein Stück Kuchen einladen. Aber nicht den guten Kirschkuchen. Ah, der Kuchen ist fertig. Ja, ich höre es. Na, was ist, Jungs? Wenn es ums Schmausen geht, habt ihr doch sonst die Nase vorn. Ja, jetzt ist die Frage, hat Dick Barry ihn wirklich einfach nur aufgelesen, netterweise heimgefahren? Oder ist er hier echt jetzt total involviert? Also so richtig ich weiß auch nicht. Dick Barry hat recht. Ich erinnere mich jetzt, dass ich im Ford saß und wollte, dass er mich hier absetzt. Aber darüber hinaus habe ich einen Filmriss. Okay. Wir sollten den Schnüffler richtig ausquetschen. Aber wie ich den kenne, bindet er uns glatt einen Bären auf. Nicht zwangsläufig, Peter. Onkel Titus hat unlängst einen alten Polygraphen erworben. Polygraph? Was ist denn das schon wieder? So nennt man einen Lügendetektor, Zweiter. Wir würden Dick Perry also verkabeln, befragen und Körperwerte messen? Die Zuverlässigkeit von Polygraphen ist umstritten. Neugierig wie Dick Perry ist, wird er bestimmt mitmachen. Sei es nur, um zu beweisen, dass er einem Verhör durch uns locker gewachsen ist. Okidoki. Na, ihr seid ja zuversichtlich. Ich hätte ja jetzt gesagt, der lässt sich doch im Leben nicht daran anschließen. So. Auch wenn es sich nur um Plunder handelt. Lange wird Tante Mathilda den Stand nicht unbeaufsichtigt lassen. Okay. Einen Polygraphen und Dick Perry. Lügendetektor besorgen und in der Zentrale untersuchen. Transporter. Hat mich tatsächlich Dick Perry chauffiert, sagt er die Wahrheit. Der Detektiv sitzt im Haus der Jonas. Bringen wir ihn dort zum Reden. Ach, richtig. Warte mal. Kirschkuchen. Kirschkuchen. Boah, der isst schon. Der isst den schon alleine. Mr. Perry lässt es sich schmecken. Möchtet ihr auch ein Stück? Ja, möchten wir. Später, sehr gerne, Tante Nein, Mathilda. Jetzt? Zunächst möchten wir Mr. Perry ein paar Fragen stellen. Als Profi haben Sie bestimmt nichts gegen den Einsatz eines Polygraphen einzuwenden. Sehen Sie, Mrs. Jonas, als angesehener Privatdetektiv bin ich ein Vorbild für die Jugend. Nur zu, ich spiele gerne mit. Ich lasse die Herren Detektive dann mal allein. Mrs. Jonas hat noch zu tun. Endlich allein mit Dick Perry. Ja, und sie hat natürlich den Kirschkuchen mitgenommen. Ja, aber erst müssten wir ja jetzt diesen Polygraphen finden, oder? Legen wir dann mal los, oder spuckt ihr nur große Töne? Ja, okay. Also, erstmal den Polygraphen. Haben wir den wohl hier im Wohnzimmer? Vermutlich nicht. Okay, in der Werkstatt. Hast du schon den Lügendetektor repariert? Repariert und gereinigt. Keine Ahnung, ob so ein Ding was taugt. Du findest ihn in einem der Kartons hier. Okay, das sieht doch hier schon so aus. Leute, ich schlage vor, wir checken den Inhalt des Kartons in unserem stillen Kämmerlein. Okay, aber Hauptsache, Dick Perry haut nicht ab, ne? Ewig wird er hier auch nicht rumsitzen wollen, vor allen Dingen, wenn kein Kirschkuchen mehr da ist. So, rein da. In unserem stillen Kämmerlein. Hier oder lieber in der Dunkelkammer? Oder hier auf dem Tisch? Oder wo wollt ihr das machen? Warte mal. Dunkelkammer? Ah. Ach, nice. Seht ihr mal, jetzt sehen wir mal die andere Seite. Hier dieser Kammer. In den anderen beiden Spielen haben wir das ja nicht gehabt. Okay. Aber hier kann ich nichts haben. Okay. Dann wollen wir uns das mal anschauen hier. Das Herzstück des Polygraphen zeichnet auf, ob der Körper aufgrund einer Lüge abweichend reagiert. Okay. Ah, hiermit lassen sich Veränderungen in der Atemfrequenz ermitteln. Ja, müssen wir das jetzt zusammenbauen hier, oder? Wer lügt, kommt ins Schwitzen. Die Elektroden messen daher den Hautwiderstand. Dieses Teil misst den Puls. Bei einer Lüge beschleunigt er sich. Dann wollen wir Dick Perry mal verkabeln. Plopp. Alles rein ins Inventar. So, das hätten wir aber auch in der Küche machen können, oder? Also jetzt mal wirklich. Dazu mussten wir jetzt nicht unbedingt in den Wohnwagen gehen. So, ihr Lieben, wir werden Dick Perry verkabeln und zwar in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei, wenn es euch gefallen hat. Däumchen hoch und bis dahin.